ich alle so etwas von lesen zu dem Migrationspakt. Soft Law ist ja da das grosse Thema, oder? Wenn sich irgendwelche Regelungen einschleichen und ehe man es merkt, hat man eine neue Spielregelung, wo einem sie überstülpt wurde. Warum ist jetzt das? Also ich nehme es so wahr, wenn ich die Medien halt konsumiere, jetzt ist es plötzlich ganz schnell gegangen, dass man es mal in die Schublade hat. Warum denn? Also es ist ziemlich klar, dass der Bundesrat der möchte weiterhin den Migrationspakt. Der ist ja auch ausgehandelt worden von Schweizer Diplomaten, die maßgeblich daran beteiligt waren bei der UNO, dass der kommt. Was ich total verrückt finde, oder? Wenn das irgendein mexikanischer oder nigerianischer Diplomat gemacht hätte, der würde vielleicht im Interesse von seinem Volk handeln. Wo viele möchten das Land verlassen, aber einer von der Schweiz handelt sicher nicht im Interesse vom Schweizer Volk, wenn er so einen Migrationspakt aushandelt. Aber Mitte-Parteien, die haben jetzt vor allem gefunden, wir wollen es nicht vor den nächsten Wahlen. Nicht, dass da Downs oder die SVP noch ein Thema bekommt, was dagegen ankämpfen könnte. Und darum haben sie jetzt insistiert und haben gesagt, der Bundesrat schreibt ja jetzt so einen Bericht über Softlaw, die Auswirkungen von internationalem Recht. Und bevor der Bericht da ist, wollen wir nicht entscheiden, ob wir dazugehen oder nicht. Und darum hat man es insistiert. Aber es ist natürlich ein bisschen eine Hinhaltetaktik. Vielleicht hat man auch gedacht, jetzt wird die Mehrheit im Volk wirklich dagegen sein. Es gäbe grossen Widerstand und sie haben genug andere offene Ecken, wo der Widerstand schon sehr gross ist. Und darum hat man es vielleicht auch einfach geschoben. Aber ich glaube, das Ziel ist nicht... Also er ist noch nicht vom Tisch. Das ist noch nicht gewonnen, das Ding. Ja, die Migration hat, wenn ich kurz einhaken darf, ich bin ja auch als Kind, als 14-Jähriger damals mit Asyl nach Deutschland geflohen. Migration hat aber heute einen ganz anderen Stellenwert. Heute wird Migration, es ist trendy. Migration ist etwas politisch Motiviertes. Und die Staaten, ich betrachte sie als Schutzgemeinschaften, die auch ein Schutzbedürfnis haben, welches ich schon immer verstanden hatte, auch als ich als Kind, als Asylant nach Deutschland kam. Dieses Schutzbedürfnis, je länger, desto mehr, hat seinen Stellenwert verloren. So, als ob westliche Demokratien sich gar nicht mehr gegen Migration mehr schützen dürfen. Dass ich jetzt als Kind, als 14-Jähriger, als Asylant mich gefreut hatte, die Möglichkeit zu haben, in Deutschland zu leben, weiß ich sehr zu schätzen. Aber dennoch kann ich der Gemeinschaft, die mich aufgenommen hat, oder später die Schweiz, und ich bin als deutscher Staatsbürger in die Schweiz gezogen damals, ich kann doch einem Staat nicht das Schutzbedürfnis absprechen und durch internationale Verträge dieses Schutzbedürfnis wegreden und Staaten zu einer Aufnahme von Migranten verpflichten. Dazu ist noch ein langer Weg. Das hat mit humanitären Ansätzen überhaupt nichts mehr zu tun. Ich glaube, da ist man sich einig. Welche Länder sind eigentlich die, die diesen Migrationspakt super cool finden? Wer ist das eigentlich? Ich habe das nicht recherchiert jetzt gerade, aber... Oder wer sagt auch ganz transparent, mir sicher nicht? Also ich würde mal sagen, Polen sagt sicher nicht mehr. Wie verteilt sich das? Ist Angela Merkel noch gerade am Pushen? Oder wie steht es? Also ich habe jetzt die Liste nicht von mir. Es gibt eine Liste mit etwa 100 Ländern, die bereits unterzeichnet haben und das wollen. Deutschland ist sicher dabei. Da gibt es eine Liste mit Ländern, die noch so den Status haben. Wir reden darüber. Da ist die Schweiz auch drin. Und dann gibt es die Länder, die ist aber nicht so, die Liste ist nicht so lang. Ich glaube, schätzungsweise 20 Länder, die gesagt haben, wir wollen es nicht. Und da ist, ich glaube, USA ist drin, Australien ist drin, Österreich, Ungarn, Polen. Ich kann nicht alle auswendig sagen, aber der Unterschied ist halt dann, würde ich sagen, dass wenn zum Beispiel China das unterzeichnet, also wegen dem gibt es keine freie Migration auf China, das wird dann einfach nicht umgesetzt. Aber wenn natürlich die Schweiz so etwas unterzeichnet, dann wird es nachher auch umgesetzt, weil dann heisst es dann, ihr habt ja da mitgemacht, also müssen wir jetzt auch B sagen und quasi freie Einwanderung und freien Zugang zu den Sozialwerken zulassen. Und wenn wir an dem festhalten, dass da Recht, das wir unterschreiben, am Schluss auch soll gelten, dann sollten wir den Pakt an sich bekämpfen. Ich bin nicht, der Radu hat vorhin gesagt, das sei trendy.
Es mag schon in gewissen Schichten auch unter den Politikern Trendy sein, aber ich habe das Gefühl, es wird getrieben von den Grosskonzernen, die günstige Es war nicht meine Arbeitskräfte haben. Meinung. Wie? Es war eine Einschätzung, dass es für viele trendy sei. Ja. Ja. Ich denke auch, dass es für die Intellektuellen trendy ist, ja. Also ich meine, Radu hat vorher noch ein bisschen seine Geschichte erzählt. Ich kann ja auch noch kurz etwas sagen. Mein Name ist ein ungarischer Name. Mein Vater kam während dem ungarischen Aufstand in die Schweiz. Und ich hatte dann auch immer gehört, ja, aber wir haben auch, oder deinen Vater auch aufgenommen. Warum bist du so kritisch der Migration gegenüber? Ich denke, also besser als es jetzt Radu formuliert hat mit dem Schutzbedürfnis, kann ich das jetzt auch nicht sagen, aber das unterstütze ich. Aber ich denke, was man dann auch noch sieht, ich weiß die genauen Zahlen nicht, wie viele Ungarn in die Schweiz gekommen sind, aber es wird irgendwo im Bereich zwischen 12.000 und 15.000 sein. Und wenn man jetzt sieht, was jährlich Migration in die Schweiz kommt, von rein Personenfreizügigkeit, dann war der Anteil Flüchtlinge aus Ungarn ist wirklich verschwindend klein. Und als mein Vater im österreichischen Auffanglager war, weil die Schweizer haben damals so viele Leute aufgenommen, wie sie wussten, dass sie Plätze bieten können. Also man war eigentlich, ja zu Recht, man war vorsichtig. Also es war nicht so, dass wir irgendwie vergleichbare Migration gehabt hätten damals, als die Ungarn in die Schweiz kamen, wie wir sie heute haben. Nicola, wenn wir jetzt noch zum Bundesrat wechseln, der eben gerne Migrationspakt möchte haben, was ist denn das Motiv? Also eben trendy, sagst du, und, aber was ist das Motiv von gewissen Bundesräten? Warum möchten sie das? Gut, also grüße Bundesrat, das wende ich mir schwierig, das weiß ich jetzt gerade auch nicht, wieso die so etwas würden wollen. Vermutlich. Ich habe einfach den Eindruck, dass der Begriff von Nationen und Nationalstaaten einen schlechten Ruf hat. Und einfach einen schlechten Ruf hat. Natürlich wegen der Geschichte vom Zweiten Weltkrieg in Deutschland, wobei es ist ja eigentlich genauso schlecht gelaufen mit dem Internationalismus, wenn man dann die politische Seite anschaut. Also, ja, ich weiß es auch nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Es ist mir ein bisschen, Ja. warum man so sehr eine Migration sich herbeiwünscht. Und vielleicht ist es auch einfach eine Selbstüberschätzung, dass man möchte Ganze. UNO mitmachen und halt negativ auffallen. Also ein Stück weit, Nikola, wenn ich dir direkt darauf antworten darf, du hast eine Frage gestellt. Die Antwort darauf habe ich nicht, aber ich kann nur spekulieren. Wenn wir jetzt ganz nüchtern betrachtet, ein Stück weit die Auflagen in puncto Migration mit Auflagen in puncto Umwelt vergleichen und sagen, okay, es gibt einen internationalen Standard für Umwelt und Migration, dann hat man dadurch ein Stück weit auf internationaler Ebene oder zumindest auf der Ebene der Staaten, die eine Hegemonialrolle innerhalb der Weltgemeinschaft oder in Europa innehaben, ihnen Instrumente in die Hand gelegt, um quasi die eigene Politik damit unter Druck zu setzen. Die Schweiz, indem sie einem solchen Pakt zustimmt, hat sie eigentlich nichts anderes für meine Begriffe als eine Schwäche offengelegt, um sich immer wieder in puncto der Umsetzung einer Migrationsagenda unter Druck setzen zu lassen. Lass uns mal an den Balkankrieg erinnern. Damals liefen die Verhandlungen sehr heiß mit der EG. Der Druck damals der deutschen Regierung auf die Schweiz war enorm. Die Schweiz erhoffte sich durch die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus Jugoslawien, was sicherlich dem humanitären Ansinnen der Schweiz voll und ganz entspricht, ein Stück weit den Druck der europäischen Gemeinschaft, aber hauptsächlich Deutschlands aufzufedern. Für wie lange hat das geholfen?
Für ein paar Jahre hat man sich damit quasi eine Sauerstoffzufuhr gegönnt. Der Druck hat aber danach wieder angefangen. Das heißt, Migration ist nichts anderes als eine Art, einen Teil des Kuchens immer wieder neu zu verteilen. Wenn man jetzt Tür und Tor der Migration eröffnet, die eine Dimension betrifft die Menschen, die in die Schweiz kommen. Über einzelne Schicksale will ich gar nicht befinden, maße ich mir gar nicht an. Das weit gefährlichere ist die internationale Politik, die man im Namen der Migration ausführen wird und ausüben wird, um die Schweiz unter Druck zu setzen. Darin sehe ich mit der Migrationsagenda auf einer Metaebene der Migration die weit größere Gefahr als mit den einzelnen Migranten, die in die Schweiz kommen könnten. Aber da hat Lukas, glaube ich, die größere Erfahrung, uns darauf zu antworten, wie er das als Politiker sieht und in der Zukunft ein solches Szenario beantworten könnte. Also ich stimme euch beiden voll und ganz zu. Aber ich glaube, wenn der Bundesrat sich die Überlegung machen würde, der will ja auch nicht, dass die Schweiz aus dem Ausland unter Druck gesetzt werden kann, oder sollte er nicht wollen, dann kann da ja kaum Motivation vom Bundesrat sein, außer der will es eben und kann sich so international Druck holen, um die Politik in der Schweiz zu verändern in die Richtung, wie er es gerne hätte. Das ist natürlich auch nicht auszuschliessen, aber ganz aktuell Motivation. Dass sie es so schnell wieder gebracht haben, nachdem das Parlament ja der Mehrheit schon mal Nein gesagt hat, ist wahrscheinlich, weil es unbedingt in den UNO-Sicherheitsrat rein möchte und da jetzt die Kandidatur läuft. Und sie sind, glaube ich, nicht, leider muss man sagen, leider nicht schlecht unterwegs. Es ist, glaube ich, nur die Schweiz oder Malta, wo der Sitz einer von diesen beiden Ländern wird bekommen. Und dass man gegen Malta gewinnen, das ist jetzt noch im Bereich des Möglichen. Es wäre einfach schlecht für die Schweizer Neutralität dann, oder? Und eben wahrscheinlich auch schlecht, weil man ganz viele andere so internationale Sachen jetzt mitmacht, nur um der internationalen Gemeinschaft gefallen und dann vielleicht so einen grösseren Stellenwert bei der UNO zu bekommen. Aber am Schluss musst du in dem Sicherheitsrat mitentscheiden über Krieg und Frieden. Und als kleines, neutrales Land solltest du eben nicht mitentscheiden müssen. Das müssen wir uns in einem weiteren Wortwechsel vielleicht nun gerade heute noch ein bisschen genauer anschauen, wie das die Neutralität nicht nur ritzt, sondern eigentlich fast ein bisschen bricht, oder? Wenn die Schweiz dort in das Gremium will. Oder? New York ist ja schon schön, ich kann es verstehen, man will auf New York, aber kommen wir wechseln auf Uri, Kanton Uri. Dort stimmen sie am Sonntag unter anderem darüber ab, ob 16-jährige Teenager das Wahlrecht bekommen. Thema direkte Demokratie, oder? Was sagt ihr dazu? Sollen 16-Jährige können abstimmen können? Wählen? Ja. Nicola, du bist am Smilen. Ja, weil da kann man fast mit Sicherheit nur falsch antworten. also, ich zäune es jetzt ein bisschen von einer anderen Seite her auf. Als Vater, als Eltern, passt es mir ein bisschen nicht, was ich spüre als Trend, dass die elterliche Obhut erodiert wird. Das sieht man jetzt so mehr im Bereich Gesundheit und die Impfung, dass jetzt quasi die Teenager sollen selber können entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Da fühle ich mich jetzt als Eltern ein bisschen in eine Ohnmachtssituation hineingedrückt und das passt mir nicht. Von dem her müsst ihr jetzt eigentlich sagen, nein, solltet eigentlich bis 18 nicht. Weil ich möchte eigentlich, dass quasi klar ist, dass die Eltern etwas noch sagen können. Aber ich glaube, Uri ist ja nicht der erste Kanton. Gibt es das jetzt nicht so in Glarus? Und die haben ja jetzt die, was man so hört, ja keine schlechten Erfahrungen deswegen. Und irgendwo ist es ja auch positiv, wenn sich Junge anfangen zu engagieren in der Politik sehr früh. Und dort halt auch das schweizerische direktdemokratische System kennenlernen. Also natürlich vor allem in Glarus, weil die ja noch, jetzt ist mir der Name entfallen natürlich gerade. Die Landsgemeinde. Ja, danke, die Landsgemeinde. Lukas?
Vielleicht, ja. Ich bin eher dagegen. Ich habe im Parlament dagegen gestimmt, dass man auf 16 runtergeht. Ich bin aber nicht einfach aus Prinzip dagegen. Ich finde, wenn man es macht, dann müssen wir eben konsequent sein. Dann muss man auch sagen, dann darfst du ab 16 heiraten, dann kannst du ab 16 Steuern zahlen, dann musst du ab 16, dann kannst du alles frei entscheiden. Auto fahren zum Beispiel, das, da ist man ja sehr skeptisch, ob man mit 16 schon so Auto fahren soll. Ich selber, ich habe mich grausam aufgeregt. Ich habe mit 17 schon ein Abstimmungskomitee gegründet und habe mich grausam aufgeregt, dass ich nicht auch stimmen konnte. Ich habe bei vielen Schulkollegen von mir gesehen, die dann auch schon 18 waren, da haben die Eltern dann einfach Zettel für die Kinder ausgefüllt. Also es gibt sowohl Kinder, die die Eltern ausfüllen, als auch Eltern, die die Kinder ausfüllen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so much entscheidend. Aber was dann doch lustig ist, wo Österreich 16 eingeführt hat, da ist die FPÖ, also die rechte Partei, ist sehr dagegen gewesen. Und die Auswertung hat nachher ergeben, dass von den 16- bis 18-Jährigen über 50% eben die FPÖ gewählt haben bei den ersten Wahlen, die sie haben teilnehmen konnten. Und das hat, glaube ich, dann viele schockiert, die vielleicht 16 eingeführt haben, weil sie gedacht haben, wir haben hier eine neue Wählerschicht, die wir gewinnen können. Aber ich weiss natürlich nicht, wie das in der Schweiz dann sich würde auswirken oder wie es jetzt in Glarus sich ausgewirkt hat auf den Kantonsrat. Das Argument müsste ja eigentlich egal sein. Es ist ja egal, was nachher auf dem Zettel geschrieben wird. Oder? Ja. Ja, aber ich glaube, eben der Hintergrund, dass es kommt, ist schon. Ich meine, die SP ist eben im Ausländerstimmrecht sind zum Pushen, bringen sie es jetzt wieder, weil sie denken, sie holen die neue Wählerstimmen. Und da denken sie wahrscheinlich bei den 16 bis 18 auch. Dort denkt man ja jetzt vor allem an die Klimajugend. Aber ich glaube, eben, es gibt auch noch eine andere Jugend als die Klimajugend. Und darum ist es nicht so klar, ob dann da wirklich alle links würden stimmen. Aber es stimmt, das sollte keine Rolle spielen. Also ich finde, es ist interessant, wenn man das jetzt historisch betrachtet. Die Volljährigkeit ist sukzessive runtergegangen. In einigen angelsächsischen Ländern ist sie immer noch bei 21 Jahren. Von 21 ist man runtergegangen auf 18, jetzt möchte man runtergehen auf 16. Mittlerweile gibt es ja unterschiedliche Volljährigkeiten, ob das jetzt die im Hinblick auf das Strafrecht eine Volljährigkeit, eine Mündigkeit, im Hinblick auf die sexuelle Entfaltung. Jetzt versucht man, eine neue Volljährigkeit einzuführen im Wahlverhalten. Ich bin nicht mehr gespannt, was ein Neurologe oder ein Arzt oder ein Rechtsmediziner zur Gehirnentwicklung eines Menschen sagt. Ich weiß von Neurologen aus Sendungen, die ich moderiere, ich habe öfters Neurologen in meinen Sendungen, dass eigentlich das menschliche Gehirn sich so bis circa 20, 21 Jahren entwickelt. Wählen bedeutet, ist ein Akt der Verantwortung. Ist wahrscheinlich der höchste Ausdruck der Verantwortung, den ein Mensch in seiner Gemeinschaft ausdrücken kann. Ich möchte aber, dass er sich dieser Verantwortung bewusst ist. Zu dieser bewussten Ausübung der Verantwortung erfordert es auch eine anatomische Reife. Ich bin kein Arzt, aber ich wäre interessiert zu hören, was jetzt ein Neurologe sagt, ob die Entscheidung, ich meine, ich wähle jetzt nicht für eine halbe Stunde, ich wähle jetzt eine Partei, für 4 Jahre. Und ich möchte nicht, dass jetzt mein Wandelmut, der aufgrund einer Unterentwicklung der Neuronen in dieser Form vielleicht sich schnell umentscheidet, auch eine mögliche Unruhe auslöst. Weil das einfach nur mal etwas Charakteristisches für die Jugend ist. Und die Gesellschaft bietet aber den jungen Menschen so viele Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren, dass jetzt die Stimmabgabe an für sich gar nicht so das Wichtigste sein sollte. Ich wäre eher froh, wenn wir zahlreiche Jugendorganisationen hätten mit Initiativen, mit jungen Menschen, die gerne schreiben, die gerne an Debatten teilhaben. Das würde weit mehr politisch junge Menschen in der Artikulierung ihrer Ambitionen einbringen, als jetzt hier nur ein Stimmzettel. Das ist eigentlich eher ein Armutszeugnis und eher eine Beleidigung an die Adresse derjenigen Jugend, die sich tatsächlich für Politik interessieren, so wie zu seiner Zeit Lukas gewesen ist. Das ist interessant, Raoul. Du bringst ihn auf das Stichwort Debattenkultur. Oder mir geht durch den Kopf, halt in Nordamerika, in den USA, die Rhetorik-Wettkämpfe an irgendwelchen Highschools, wo das eine Team gegen das andere kämpft und wer gewinnt. In der Rhetorik. Und das, also, ihr könnt mich vielleicht
helfen, aber in der Schweiz wäre mir das noch nicht gross aufgefallen. Das gibt's. Ich bin schon in der Jury gewesen. Also das Jugendparlament St. Gallen veranstaltet einmal im Jahr so einen Debattenwettkampf für junge, politisch interessierte Menschen. Das Schwierige dort ist halt, die kommen einfach ein Thema über und sie können dann nicht wählen, du bist dafür und du dagegen, sondern es wird dann zugelost, wer ist dafür und wer ist dagegen. Und also zumindest bei mir selber, ich wäre besser in so einem Wettbewerb, wenn ich etwas vertreten würde, wo ich überzeugt bin, als wenn ich etwas vertreten müsste, was ich völlig daneben finde. Mhm. Da finde ich das ein bisschen schwierig, aber an sich ist es schon eine gute Sache. Und es war total spannend gewesen, wie die Jungen also hochstehendes Niveau miteinander debattiert haben. Ja. Du sagst Jugendparlament Kanton St. Gallen? Ja. Ja, okay, interessant. Liebe Leute, wir gehen einen Schritt weiter noch. Ich habe ist mir etwas aufgefallen, die Armee, also die EU-Armee, eine eigene Armee für die Europäische Union, ist wieder kurz aufgeblitzt. Kommt immer wieder. Der Emmanuel Macron findet, ja, die EU braucht halt eine eigene Armee, weil auf die Amerikaner, die sind unverlässlich. Und jetzt wegen Afghanistan haben sie realisiert, wir haben einfach nur müssen zuschauen, die anderen haben einfach die Drecksarbeit gemacht, haben sich dort eingesetzt und jetzt will man, ja, jetzt kommt halt die Idee wieder. Die EU soll auf der Erde auch irgendwie ihre Macht können, beweisen. Und es gibt ja die NATO, haben wir ja. Die NATO ist aber auch dort, wo nachher die NATO wirklich geschaffen wird, sind es nachher die Amerikaner, die führen können. Und NATO ohne die USA würde es auch nicht mehr lange geben, vermutlich. Ich bin nicht unbedingt der Spezialist, aber was ist eure Meinung? Wird die EU schaffen, eine Armee auf die Beine zu stellen? Naja, also, wenn ich als Erster antworten darf, ich leite es vom Zügel meiner anderen Kollegen ab. Nur zu. Es heißt ja so schön auf Deutsch, die Hand, die dich füttert, beißt man nicht. Nachdem der liebe Herr Macron eigentlich so sehr gegen dieses transatlantische, gegen dieses nordatlantische Bündnis gepoltert hat, kommt jetzt das Katzenjammern, dass plötzlich Amerika, Großbritannien und Australien ein Verteidigungsabkommen eingehen und die französischen Konzerne einfach mal links liegen lassen. Die Hand, die dich füttert, weiß man nicht. Man kann doch nicht, also dieser Anti-Amerikanismus, der hat doch einen Preis. Und das sollte auch die Schweiz sich merken, dass der Anti-Amerikanismus nicht unbedingt mit der Neutralität zu vereinbaren ist. Was hat sich denn der Herr Macron gedacht, dass er hier über die NATO in dieser Form sich auslassen darf und anschließend er sich über ein 50 oder 60 oder mitunter 90 Milliarden schweres Programm mit Australien freuen kann? Da zeigt sich auch seine Unreife. Gut, Staatspräsident konnte mit Ende 30 werden oder mit 40 und nicht mit 16. Aber es ist dann noch ein Zeichen einer Unreife. Aber ich freue mich über dieses Ereignis auf der Ebene der Weltpolitik, dass wir die Abhängigkeit von Amerika erkennen und dass man sich in Europa nicht so sehr den Mund voll nimmt, unberechtigt, ohne in der Lage zu sein, eine eigene Verteidigung zu haben. Macht es sicherlich Spaß, über Amerika zu lästern, Amerika schlecht zu reden, das Bündnis klein zu reden. Ja, um anschließend dieses Jämmerliche, dieser Katzenjammer der französischen Regierung. So politisch betrachtet sehe ich eine EU-Armee als Spaltpilz für die NATO, weil man ja dann quasi wie eine Art repliziert, noch einmal eine Armee aufbaut, noch einmal eine Organisation aufbaut, die dann separat ist von der NATO. Wie soll denn das gehen? Dann fehlt natürlich zweitens, jetzt fehlen dann vermutlich auch die Briten, ich weiß nicht, wie das dann geht, eine EU-Armee mit Großbritannien. Und ich denke, die Briten sind innerhalb von Europa ja wahrscheinlich
Menschen, die eine wirkliche Armee haben, die diesen Namen voll und ganz verdient. Also das sehe ich eher als kritisch. Und um auf die Schweiz zurückzukommen, ich rede eigentlich Schriftdeutsch. Ich finde, man müsste jetzt die schweizerische Neutralitätspolitik in Anbetracht von der neuen Situation, wie jetzt das passiert ist in Afghanistan, gut anschauen. Also nicht, dass man von der Neutralität abweicht, ganz im Gegenteil. Aber ich denke, es müsste mindestens sich langsam überlegt werden, strategisch, was, wenn jetzt eine EU-Armee kommt, was, wenn die NATO wirklich so geschwächt ist, was, wenn jetzt in Afghanistan, wo angeblich Milliarden, zig Milliarden von amerikanischen Waffen und Kriegsmaterial zurückgelassen worden ist, wo vielleicht von den Chinesen und den Russen genommen wird, kopiert wird. Was heisst das auf das Gleichgewicht der Kräfte? Und jetzt auch die neue Blockbildung, eine Art gegen China. Wo positioniert sich die Schweiz und neutral und wie macht sie das neutral? Ich denke, da müssen wir jetzt eine Taskforce gründen. Nein, das muss man sich jetzt langsam anfangen überlegen, strategisch. Weil man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass die Pax Americana jetzt zwangsläufig zusammenbricht. Vielleicht bricht sie noch lange nicht zusammen. Aber nur weil sie vielleicht nicht zusammenbricht, heisst das noch lange nicht, dass dort nicht Probleme kommen könnten. Also da, finde ich, müsste sich die Schweiz sehr gut jetzt anfangen überlegen, wie sie ihre Neutralitätspolitik umsetzen will. Lukas, werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren so eine EU-Armee haben? Also ich glaube nicht daran, weil es wird ja schon seit 30, 40 Jahren von dem geredet. Und ich hoffe es auch nicht, weil es wäre wieder so ein Zeichen, dass die EU noch mehr zu einem Superstaat wird, der einfach alles gemeinsam macht. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich jetzt nach dem Brexit in der EU auch mal vernünftige Kräfte etwas zu sagen bekommen und man vielleicht wieder ein bisschen statt neue Gesetze und neue Vereinheitlichungen wieder ein bisschen zurückgeht zu mehr Macht der Regionen, mehr Macht der einzelnen Länder geben, weniger eine politische und militärische Einheit würde es sein, sondern ein wirtschaftlicher Verbund, wo am Schluss jedes Land für sich selber kann entscheiden, politisch, militärisch und generell auch demokratisch, oder? Und dass die EU-Armee ist, wäre für mich einfach wieder so ein Zeichen zu noch mehr Zentralismus und noch mehr Zusammenmachen. Und das fände ich sehr schlecht. Zudem wäre es auch nicht gratis. Also es kostet natürlich Geld. Und da bin ich dann wieder, hat der Adu einen guten Einstieg gemacht. Ich glaube, der Hauptgrund, dass es jetzt gerade kommt wieder, liegt schon auch daran, dass die Franzosen jetzt in der Schweiz, in Australien, sehr viele Aufträge im Rüstungsbereich verloren haben. Und mit der EU-Armee, da bist du dann ja fast verpflichtet, wenn du dabei bist, um das ganze Arsenal auch innerhalb von Europa zu kaufen und vielleicht nicht in Australien oder Amerika zu kaufen. Ja. Wahrscheinlich ist da auch seine Überlegung. Ja. Support your local dealer, gell? Ja, ja. Der Nachfragesteller. Du hast gesagt, du hoffst, dass nach dem Brexit jetzt auch vernünftiger ist. Ja, es ist das Gegenteil passiert, aber ich habe es gehofft. Wo vielleicht wieder ein bisschen den Nationen mehr Möglichkeiten nehmen, ein bisschen böse gefragt, was passiert die Hoffnung? Ja, ich finde, eine andere Dimension, wenn ihr. Entschuldigung, Lukas, weil ich dich unterbreche, ich habe das nicht gehört. Nein, red nur. Ich finde, eine andere Dimension, welche in der Schweiz nicht zu unterschätzen sein sollte, ist, wir reden immer wieder über Brüssel. Brüssel liegt vielleicht so 600 Kilometer Luftlinie weit weg. Aber viel näher an den Schweizer Grenzen ist Deutschland. Die Schwächung der NATO, die Konflikte mit Amerika sind je länger, desto mehr auf einen deutschen Sonderweg zurückzuführen. Dieser deutsche Sonderweg, wenn wir mal kurz Klammer auf uns anschauen, die NATO ist in einer Zeit entstanden nach dem Motto America in, Russia out, Germany down entstanden. Dieser Dreigespann scheint sich aber ein Stück weit aufgeweicht zu haben zu Russia in, America out, German up.
verwandelt zu haben. Ich finde, eine europäische Verteidigungsallianz sollte auch im ureigenen Interesse der Schweiz weder einem deutschen Sonderweg behilflich sein, noch eine Allianz bilden, welche eine EU noch mehr stärken würde, welche der Schweiz gefährlich sein könnte. Es geht in erster Linie darum, dass eine deutsch-russische Allianz oder eine deutsch-russisch-chinesische Allianz durch diese NATO, so wie sie ist, im Guten wie im Schlechten, wirklich vermieden wird, damit alte Liaisons, alte Bündnisse keinerlei Chance haben. Und vielleicht ist Frankreich hier viel zu unreif oder viel zu emanzipiert, diese Realität wirklich in die Augen zu schauen und den Gefahren entgegenzublicken, dass eine europäische Allianz mit Frankreich mitunter vielleicht noch teurer wird, trotz der loyalen Rüstungsaufträge, und vielleicht Frankreich mit der eigenen Verteidigungspolitik schlechter aussehen würde als jetzt innerhalb einer NATO. Also, wir wechseln nochmal ein anderes Feld. Ist mir ziemlich komisch vorgekommen, als ich gelesen habe, dass Associated Press, eine Presseagentur, die eigentlich die Welt beobachtet und versucht, neutral oder objektiv oder objektiviert zu schreiben. Wir sind alles Menschen, wir versuchen objektiviert das zu schreiben. Und irgendwelche Verlage, Zeitungen kaufen die Berichte, die Newsmeldungen ein und die sie publizieren. Associated Press hat eine neue Chefin, Julie Pace heisst sie, und sie sagt, wir tun jetzt nicht einfach den klassischen halt Lehrbuchjournalismus, objektivierte, neutrale News, sondern wir tun Fact-Based Positions bringen. Und das heisst für sie, es gibt gewisse Themen, da wird nicht mehr debattiert, nicht mehr diskutiert, sondern die setzen wir als, ich sage jetzt mal, die absolute Wahrheit. Rund um den Klimawandel, sagt sie, tun wir nicht gross diskutieren, rund um Impfstoff für Covid-19 und so weiter. Ihr seid, Nicola, du bist zur Mitzi-Universität, gibt es dort so Diskussionen, wo man sagt, das ist eine Tatsache, die wird 100 Jahre bestehen, wir werden über diese Tatsache nicht mehr diskutieren. Gibt es das? Also, Entschuldigung, wie ist jetzt die Frage, dass man an der Universität so, wegen jetzt dem Klimawandel? Nein, eigentlich nicht, egal welches Thema, aber die absolute Wahrheit, die unverrückbar und ewig im Raum wird stehen. Gibt es das? Ach so. Also ich weiß nicht, wie weit das auch der kritische Diskurs in Universitäten mittlerweile schwierig wird. Und grundsätzlich würde ich das im universitären Gedanken völlig widersprechen, dass man quasi gewisse Themen nur noch in einem Licht betrachtet. Aber ich habe den Eindruck, dass Universitäten in vielen Ländern sehr linkslastig sind und dass es, also die Akademiker, und dass das von dem her letztlich de facto so ist, dass halt gewisse Themen nur noch von einer Seite betrachtet werden. Und wenn jetzt Associated Press das sogar noch offen sagt, das habe ich jetzt noch nicht gehört, die News, dann ist das höchst bedenklich. Aber es entspricht leider dem, was ich den Eindruck habe, dass es nämlich immer schwieriger wird, überhaupt objektive Informationen noch überzukommen. Und es ist auch in der BBC so, jeder Artikel, der geschrieben ist, hat ein paar Fakten verstreut drin, aber ist im Wesentlichen ein Editorial. Es ist im Wesentlichen, geht es darum, irgendeine Aussage zu machen. Und ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, wann das genau angefangen hat, aber ich mag mich an meine jungen Jahre erinnern, in den 80er Jahren, und ich habe den Eindruck, dass ich damals noch einen Haufen Artikel gelesen hat, da war es einfach Berichterstattung gewesen. Mal das, mal das. Aber man hat sich selber ein Bild machen können. Während jetzt
Und wenn jemand eine Meinung hatte, ist das eine separate Spalte gewesen. Das hat man abgetrennt. Aber jetzt ist es ein Mischmasch und ich finde es extrem schwierig, gute, objektive Informationen zu bekommen. Also ich bedauere das außerordentlich, dass Associated Press so etwas machen würde. Aber leider habe ich fast schon das Gefühl, es überrascht mich nicht. Es ist sehr schwierig, sich ein Bild zu machen, ist heute sehr, sehr schwierig geworden. Oder man hat zwar das Internet, man denkt, ja, mehr Zugang zu mehr Infos, aber ja, Nicola, ich mag mich auch erinnern, als wir in der Journalismusschule gelernt haben, warum der Kommentar die Seitenspalte explizit abgetrennt wird und was der Unterschied ist und so. Und ja, schöne Zeiten waren es. Ja. Aber das Lustige ist ja schon, wir echauffieren uns wahrscheinlich zu Recht über Chinesen und Russen, die Meinungsfreiheit einschränken. Aber die gleichen Leitmedien, die bei uns das kritisieren, die tun innerhalb von unserem Land auch total in eine Schiene fahren. Und gewisse Meinungen, die sind einfach schon so fernab, die werden nicht mehr gebracht, die darfst du auch gar nicht mehr irgendwie öffentlich äußern, sonst bist du gerade völlig neben den Schuhen. Und es läuft für mich immer mehr in so eine Richtung, wo nur noch 2, 3, 4 grosse Medienkonzerne einfach den Ton angeben und damit natürlich auch die ganze Gesellschaft könnt nicht volllenken, aber doch in eine gewisse Richtung führen. Und das wird momentan versucht. Wir haben ja das Problem in den 90er Jahren gehabt. Oder schon im letzten Jahrhundert haben wir ja schon gewusst, dass die Medien eine vierte Macht ist. Und dort haben wir ja, wir haben in dem Sinne eine Illusion von einer Gewaltenteilung im Staat. Wir haben zwar eine Legislative, aber es ist leider auch so, dass andere Macht eben dann keine, in der Gewaltenteilung, wie man sie mal eingeführt hat, eben keine Rolle spielen, also nicht eingebunden sind, will ich sagen. Also ich glaube, dass die regierungstreuen Medien heute richtig gefüllte Taschen haben. Ich habe jetzt letztens in Rumänien gehört, dass von den USA für Rumänien und Bulgarien rund 500 Millionen Euro fließen sollten, damit die Medien eine bestimmte Politik zugunsten der Impfkampagne natürlich vorantreiben und die Menschen zu überzeugen. Ich möchte natürlich jetzt die Maßnahmen von Associated Press nicht kommentieren. Letztendlich kann ich mich auch nicht dazu äußern, was letztendlich die Wahrheit ist. Wenn jetzt aber eine Redaktion meint, Informationen zu zensieren, um mich zu schützen, dann sage ich zwar Dankeschön, aber gleichzeitig bin ich ja nicht bevormundet. Ich habe immer noch ein Gehirn und ich kann mit meinem Menschenverstand entscheiden, ob ich jetzt eine Information überzeugt oder nicht. Ich möchte nicht unter dem Vormund der Medien stehen, die es angeblich mit mir gut meinen. Ich möchte Informationen, seien sie noch so unbequem, glühwarm serviert bekommen, um meine Meinung zu bilden. Deswegen halte ich solche Ansätze, welche nur die reine und absolute Wahrheit den Menschen unterbreiten, für das Despektierlichste überhaupt, was es in der zivilisierten Welt geben kann. Genau daran kann man diese Medien in ihrer respektlosen Haltung dem Bürger gegenüber erkennen, dass sie ihm es nicht zutrauen, Informationen auseinanderzuhalten. Ich möchte mit Medien, die so respektlos mit den Menschen verfahren, nichts zu tun haben. Das ist leider auch Produkte, welche bei solchen Medien Werbung machen, boykottieren. Die Haltung ist eben leider im Abnehmen begriffen, oder? Und das ist ja, Leute wollen wahrscheinlich immer wie weniger scharf denken, etwas durchdenken. Es ist halt anstrengend. Und ich rede oft davon, dass wir werden schlicht, unsere Hirne werden verstopft. Reden einfach vor Quantität vor allem. Aber jetzt vergleich das doch mal mit einem Restaurant. Stell dir vor, du gehst jetzt in ein Restaurant
Und dir wird eigentlich nur ein Viertel vom Menü gezeigt. Die sagen, naja, also den Diner können wir den Rest nicht zeigen, sonst trinkt er vielleicht zu viel, isst zu viel, dann nimmt er wieder zu. Dann hat er am nächsten Tag wieder, keine Ahnung, ich lege jetzt frei raus, einen Ausschlag. Nein, wir können ihm nur zwei Menüs anbieten. Wenn du das wüsstest, dass die Speisen herausfiltern, bevor du die Liste siehst, da wird es ja nicht mehr hingehen. Das fändest du ja respektlos, das wäre ja anmaßend dir gegenüber. Das würdest du so auslegen, als ob du nicht ganz bei Sinn wärst oder geistesgegenwärtig dein Essen dir selber aussuchen. Genauso ist es auch mit Informationen. Sie haben schon ihre Abos abgestellt bei diesen Monopolzeitungen. Zu Recht. Mhm. Ja. Hey, vom Rolf Bolliger von Lies. Der Rolf Bolliger von Lies schreibt, hat er eine Anfrage an Downs oder er will Downs ein bisschen schubsen. Er sagt, unabhängig, neutral und selbstständig, so sollten wir ja sein in der Schweiz und um die Werte beneidet uns die Welt. Und jetzt ist es aber so, dass der Bundesrat uns die Freiheit immer mehr nimmt, immer wie strengere staatliche Verordnungen, immer mehr Anordnungen, immer mehr Verbot. Und ich erwarte von der Downs eine klare und deutliche Opposition gegen diese politische Geiselhaft. Also einen Auftrag an euch zwei, Nicola und Lukas, Downs soll weiterhin sich wehren gegen das, was da passiert. Und das ist für mich was auch ein das Schlusswort, weil wenn Medien uns verbieten, über gewisse Bereiche nachzudenken, wie du sagst, Radu, sie blockieren es, sie können gewisse Welten gar nicht mehr eröffnen. Dann wird es schwierig in dieser Welt. Und wir als Ounce versuchen mit verschiedenen Sachen, mit der Polit-Tagung, die wir hatten, im August in Bern, mit dem Wortwechsel, mit unseren Publikationen, mit unserer Website, versuchen wir genau dem entgegenzusteuern. Ich bin glücklich seid ihr da gewesen, ihr drei, die da am Bildschirm seid und ihr Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen. Merci vielmals. Ihr könnt den Wortwechsel heute Abend oder spätestens morgen Morgen, je nachdem, wie schnell wir die Videos durchs Netz bringen, könnt ihr den nachschauen, die Aufzeichnung. Wir haben einen nächsten Wortwechsel am Donnerstag, 9. Oktober, gleiche Zeit am gleichen Ort, nämlich an eurem Gerätli. Und ihr könnt permanent an die E-Mail-Adresse wortwechsel@ounce irgendwelche Fragen, Beobachtungen schicken zur Schweizer Eigenständigkeit, zur Freiheit, zu direkter Demokratie. wortwechsel@ounce.ch. Dann wünsche ich euch noch einen guten Freitag, nachher ein gutes Wochenende. Vielleicht sieht man sich wieder in zwei Wochen. Merci euch drei, Lukas, Nicola. Danke schön. Für die Teilnahme und euch wünsche ich einen guten Abend noch. Ja, danke vielmals auch und danke auch für den Zustupf von dem Herrn. Herzlichen Dank für den Input und geht gut abstimmen. Genau. Am Wochenende werden wir alle abstimmen. Spätestens dann. Adieu miteinander, guten Abend. Hey.